Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, heute möchten wir ein wenig mit der Technik weitermachen, denn wir möchten ein wenig vorankommen und natürlich auch ein bisschen Botania, weil mir fehlen immer noch Seeds. Und ich habe festgestellt, da ist Botania mit die beste Möglichkeit, um schnell an Seeds ranzukommen. Ja, werdet gleich sehen, wie. So, was wollen wir jetzt als erstes machen? Ihr hört gerade, beziehungsweise hier oben stehen jetzt die Tiere. Die habe ich jetzt erstmal umquartiert von da hinten. Plattform wächst. Schön brav dabei, die Plattform auszubauen. Seeds habe ich, glaube ich, noch ein bisschen angepflanzt. Aber sonst ist eigentlich nichts Großartiges passiert. Außer, dass die ganzen Sachen, die wo hier gestanden sind, jetzt sozusagen hier unten stehen. Ja? Also die sind jetzt hier. Was ich auch festgestellt habe, was man jetzt auch hier sehr gut sieht, man kann auch Treppen nehmen. Treppen ist dasselbe wie Steinblöcke. Das heißt, man kann schön hochlaufen. Ja? Und die sind trotzdem als Multiblock komplett da. So. Dann habe ich hier noch meine Öfen. Und ich habe jetzt meine Magmafied Stones genommen und einfach mal als Turm aufgebaut. Wie man hört. Oben ist diese Quelle drin und der haut jetzt richtig Stein raus. Ja, weil jetzt hier alle sozusagen das runter machen. Das könnten wir jetzt sogar noch größer machen, indem dass man jetzt noch hier das macht, hier das macht, hier das macht und hier das macht. Da müsste man halt ein wenig umbauen. Aber ich hätte mal gesagt, erstmal reicht uns das. Das ist jetzt auch ein unendliches Java-Fass da unten. Das heißt, wir haben jetzt 133 Stacks drin. Also, aber wie ihr merkt, es nervt das Geräusch. Und darum wollen wir das weghaben. Das Geräusch, nicht den Block. Als allererstes brauchen wir dafür Holz. So, davon habe ich ein bisschen mehr, nämlich davon 8. Dann habe ich hier meinen Redstone. Kommt hier ein Redstone hin. Dann kommen hier davon 8 hin. Und ich habe einen Node-Block. Und einen Node-Block und eine weiße Wolle ergibt einen Soundmuffler. Ich hoffe, dass der funktioniert. Wir werden es gleich sehen. Ich finde es nett. Kann man dann irgendwann auch verstecken, aber ich will jetzt erstmal wissen, wo er ist, weil ihr wisst ja, ne? Ich baue noch 4000 Mal um. Okay, also, jetzt haben wir schon mal ein Geräusch weniger. Aber ich brauche. Ah, jetzt ist das hier auch etwas leiser. Sehr schön. So, ich nehme jetzt ein bisschen Grasblöcke mit. Weil wir müssen ja noch ein paar Botanier-Sachen machen. So, ich hoffe, dass das reicht. Ich habe momentan eben die Wiese in der Kiste, weil ich nicht möchte, dass da momentan nochmal Viecher spawnen, bevor ich da nicht was Ordentliches habe, wo ich die reinpacken kann. Ich habe schon gesagt, eigentlich ein Compressed-Raum wäre am coolsten. Aber habe ich halt momentan noch nicht. Ich glaube, den darf ich, habe ich, der kommt erst noch. So, ah, sehr schön. So, was ich jetzt auf jeden Fall mal gucke, ist, ob ich alle Pflanzen einmal habe. Nein, mir fehlt noch lila. Und vielleicht kriege ich noch eine zweite weiße. Ja, weil lila habe ich schon mal. Ah, die zweite weiße haben wir auch. Super. So, müsste ich von jeder sogar zwei haben. Perfekt. So, jetzt können wir da das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Klack. Kann ich den Fertilizer schon mal aufräumen? Erstmal. So. Und dann nehme ich mal davon ein paar mit. So, klack und klack. Schere habe ich die einstecken.
Nein, dann habe ich die vorne in der Kiste. Die ist hier. Perfekt. Nehmen wir mit. Hey, cool, ich bin sogar. Was? Bin da drüber gekommen. Hätte jetzt dafür gedacht, aber das nicht. So, dann hätte ich gesagt, machen wir nochmal zwei. So, und die heben wir jetzt erstmal irgendwo in der Kiste auf. Glaube, die ist momentan noch leer. Jawohl. So, dann schlafen wir mal schnell, weil es wird Nacht. Okay, so, dann brauche ich jetzt als allererstes einmal ein Paddle. Ja. Ich glaube, ich brauche zwei. Ich nehm mal mehr mit. Okay, wir brauchen jetzt schon. Ich brauche jetzt Britannia und als Britannia brauchen wir als erstes das Paddle. Das ist das Ding hier. Ja, zwei brauchen wir. Sehr schön. Dann kommst du dahin. Du kommst dahin. So. Eins ist gut, zwei sind besser. Ja, dann kommst du eins dahin und da kommt das zweite hin. Dann brauche ich bitte meinen Eimer. Füllen wir mal da schnell die Flüssigkeit rein. Genau, oder ich mache die Kiste auf, die wo dahinter steht, ohne die Kiste überhaupt gesehen zu haben. Glückwunsch! So, dann brauche ich jetzt die. Die dürfte ich noch haben. Im Überfluss. Eins, zwei, drei, vier. Und wir haben eine Pure Daisy. Ohne dass ich jetzt mal überhaupt an die Quest geguckt habe, aber genau, da haben wir das jetzt als erstes. Loot machen wir später. Genau, Pure Daisy haben wir. Das heißt, ich brauche jetzt bitte schön Stein. Den habe ich hier drin. Dann machen wir gleich mal 16 Stück. Und mit einer Pure Daisy komme ich nicht weit. Dann machen wir das sauber nochmal. 1, 2, 3, 4. Und einen Seed. Danke. Und ich habe zwei. Weil ich selber brauchen wir jetzt auch noch von hier. 1, 2, 3, 4. Okay. So, dann können wir mal das Gras wieder wegmachen. Es wird total super helfen, ne, dass ich das Gras jetzt weg gemacht habe. Ich brauche auf jeden Fall Erde. Wenigstens einen. Einmal Erde bitte, danke. So, dann, nee, den nicht, weil dann kann ich den nicht schön abhauen. Ja, nimm es bloß. Das passt. So, dann hätte ich gesagt, jetzt mal schnell das Holz dahin. Gut, dass ich eine Erde mitgenommen habe, ich habe gerade nicht zwei Pure Daisies gemacht, ne? Nö. So. Das tut schön. Schön glimmern. Du kommst mal schnell weg. Kommst du dahin? Kontinuität. Da kommt auch was hin. Und da kommt auch was hin. Ich habe nämlich keine Lust, dass dann auf mir auf einmal irgendwas eine um die Ohren haut.
So, wir haben ja noch Steine. So, und jetzt heißt warten. Genau. So, in der Zeit hauen wir mal ein paar Sitz durch. Bis ich da hinten was höre oder nicht höre. La 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 la. Und zwar. Ist der schon umgewandelt? Ja, das hört man nicht mehr. Kann aber sein, dass der Soundmuffler einfach sagt, auch nichts hören. Okay, dann warten wir ab. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch den da. Aber kriege ich das Horn of the Wild schon hin? Beziehungsweise bist du. Oh, na doch, man hört es doch. So, dann habe ich das. Dann machen wir auch gleich nochmal welche. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen. So, nächste Quest haben wir abgeschlossen. Ja, da ist das. Das sind die Hörner. Dann brauche ich natürlich Wand of the Forest, Living Wood Twig, 3 Stück. So, dann heißt es jetzt, ich brauche mein Täschchen. Da klaue ich mir jetzt wieder mal die 2. Dann brauche ich Living Wood Twig. Wir uns die nächsten 8. Und dann haben wir den Bereich auch erstmal ein bisschen weiter. So, Living Wood Twig. Wohl, das hat sich nicht geändert. 3 Stück hat er gesagt. Wohl. So, und dann kommst du dahin und du kommst dahin und ich habe meinen Front of the Forest. Haben wir auch erledigt. Hab gesagt, haben wir auch erledigt. Danke. So, was will er als nächstes? Basic Mana Generation. Das heißt die End of Flame. Endo, Endo, Endo Flame. Du bist da. Das heißt, ich brauche Braun, Rot und Light Gray. So, und dann mache ich jetzt mal eiskalt, bis ich die ganzen Farben erstmal habe. Das sind jetzt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1,5, 16. Mehr mit. Dreizehn, 14, 15, 16. Okay, so, dann brauche ich jetzt als erstes mal. Kann ich so machen. Weil ich ja die noch habe. Große. Heißt, ich brauche noch eine Kiste. Die wäre vielleicht noch schlau gewesen mitzunehmen. Und Gott sei Dank weiß ich, wo meine Kiste ist, wo meine Kisten drin sind. Kisten, Kiste. So, dann kommst du dahin. Und Bone Mist sollte ich auch noch mitnehmen. Dankeschön. So. Das heißt, ich habe immer auf jeden Fall auch was da, um die auch herzustellen. Vielleicht sollte ich immer 2 rausnehmen. Dann kann ich nämlich auch gleich die Paddles dazu machen. So, du kommst dann dahin.
Mach mal groß. So, dann brauch. Mist. Orange habe ich nur eine. Das würde jetzt bestimmt nicht gehen. Braucht bestimmt jetzt Gras. Richtig. Am liebsten wäre, wenn ich jetzt sagen würde, falsch. Falsch. Sehr schön. Reicht Erde. Ah, die braune brauchen wir sowieso. Komm schon, gib mir noch eine zweite Orangene, bitte. Jawohl, danke. Bin ja froh, dass jetzt alles voll ist. Kommst du da rein? So, den Fertilizer brauche ich. Die sieht momentan nicht. Den Grasblock haue ich mit ihr rein. Den Dirt haue ich erstmal mit ihr rein, dass wir überhaupt noch mal wissen, wo wir hin müssen. Und es wird schon wieder dunkel. Ja, manchen. So. Einmal grüner Weg. So, dann heißt es jetzt für mich davon zwei, davon zwei, davon zwei. Das heißt, wir haben jetzt als erstes einmal rosa. Dann haben wir einmal Magenta. Und dann haben wir einmal Rot. Ja, ich weiß, dass ich da immer noch meinen kleinen Klatsch habe, aber kriege ich nicht mehr weg. Ein Farbenklatsch. Den mache ich, glaube ich, seit dem ersten Tag. Okay, dann habe ich jetzt auf jeden Fall, brauchen wir hellgrün, dunkelgrün. Lightblue, Cyan und Normalblau. Kommst du als nächstes hin? Dunkelgrün. Hellblau. Cyan. Dunkelblau. Okay, so, und dann brauchen wir jetzt als letztes noch lila, braun, hellgrau, dunkelgrau und schwarz. Dann haben wir alle. Und ihr seid froh, dass ich es habe. Braun kommt vorher. Braun brauchen wir auch gleich. So, hellgrau. Und dunkelgrau. Und was? Aha. Und schon habe ich eine Quest abgeschlossen, ohne das vorangetrieben zu haben. Sehr schön. Gray, Black, Brown. Gut. So. So, wir haben ja gesagt, wir brauchen Light Gray. Light Gray, komm her. Dann machen wir gleich zwei von.
Jawohl. So. Achso, das sind jetzt die großen, ne? Genau. Gleich umwandeln. Dann brauchen wir auf jeden Fall braun. Soll ich eine Wette abschließen, wann die Schere kaputt geht? Mist. Ja, ich muss es, ich will es ja sowieso alle umwandeln. Egal. So. Haben wir jetzt halt 15. So, und was war das dritte? Ich glaube rot, ne? Dann machen wir die auch gleich. Dann geht die nicht kaputt. Danke. Machen wir auch. So, dann brauche ich jetzt. Ich möchte jetzt. Machen wir gleich 4. Machen wir gleich 4. Das heißt, ich brauche jetzt davon 8. Kann ich aufräumen. Ich brauche dich davon 4. Ich brauche davon auch 4. So. Dann kommst du da runter, du kommst da runter, du kommst da rein. Den Flowersack kann ich hier reinschmeißen. Das da kommt dahin und ich brauche natürlich noch einen Seed. Weil wenn ich 4 Stück machen will, sollte ich auch 4 Seeds dabei haben. Oh, und ich brauche noch einen Eimer. Das heißt, einen davon, zwei davon, einen davon. Erledigt. So. Und der letzte sieht. Sehr gut. Haben wir schon mal. Haben jetzt schon mal 4 Enderflames. So, dann brauche ich einen Mana Spreader und einen Mana Pool. Den Mana Pool machen wir gleich als nächstes. Das glaube ich war schon. Genau, einen Mana Spreader. Das heißt, die Verteilung davon. Ich frage mich gerade, reicht mir eine? Ja, klar, war mir erstmal. Ja, reicht mir. Mana Spreader, Mana Spreader, Mana Spreader. Mana Spreader, da haben wir. Okay, ich brauche davon 7 und 2 Petals. Aus Versehen welche einstecken? Nein, aber ich weiß, welche der Farbe, das ich nehme. Dann einmal das da. Einmal das da. Danke. So, dann haben wir jetzt den hier. Ich habe da, glaube ich, gleich. Ich brauche doch nur einen, habe ich doch gesagt. Aber so mache ich, will ich jetzt zwei machen. Weil ich mir gesagt habe, einer reicht. Dann machen wir zwei. Genau. So, das heißt, ich brauche jetzt nochmal. Bist auch, dass ich noch ein bisschen Gras da, Dirt da gelassen habe. Die können wir ja schon mal so anlegen, wie ich sie brauche. Das da kann ich auf Holz betten. Und du kommst dahin. So, das heißt also, mein Mana Pool kommt hier hin. Mein Mana Spreader kommt hier hin. Mein Wand wird umgelegt. Meine Endoflame kommt hier hin. Ich gehe mal schnell ein bisschen Kohle holen. So, jetzt heißt es nämlich für mich, ich muss jetzt mehr Kohle machen. Dafür bräuchte man aber. Kennt er nicht? Ich bin jetzt gespannt, ob der die kennt.
Wäre witzig. Na? Ja. Es reicht ja. Ich brauche ja nicht verstehen, dass das ein Kohlekompress-Kohleblock ist. Aber es reicht, wenn die Endoflames es begriffen haben. So. Das heißt, wir produzieren Mana. Hoffe ich. Schaut gut aus. Ja, da ist auch was drin. Perfekto. So, das heißt, wir haben den nächsten Bereich abgedeckt. Das heißt, jetzt kommen die Horns. Ja, ist gut. Ich will drumklicken. Horn of the Kenobi, Horn of the Wild und Horn of the Covering. Ich brauche erstmal Horn of the Wild. Die anderen können wir dann mal wann anders machen. Weil ich bräuchte nämlich dann, genau, ich bräuchte drei Hunter of the Wild. 3, 5. Machen wir mal schnell 16 Stück noch. Vielleicht kriegen wir es dann doch noch hin. Das heißt, ich habe jetzt. War das jetzt? Gott, vergisst man aber so schnell Sachen. Ja, das Lustige ist. Fast richtig. Genau. Jetzt weiß ich auch, warum dass ich dieses Teil da draußen brauche. Ich habe Gott sei Dank Bone Meal. Ja, habe ich hier. Ich habe noch, glaube ich, eine kleine Grasfläche da, ne? Genau. Danke. Schere. Entschuldigung, ich meine, ich sehe tot. Habe ich noch eine? Shears of Winter. Nee, da baue ich mir eine normale. Vermeisen. Cheers, danke. Cheers. So, schauen wir mal, ob wir 3 Stück hinkriegen. 1, 2, 3. Komm, 4. Na komm. Das ist doch schon Living Wood. Sehr schön. Machen wir halt gleich alle drei. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. So, davon jetzt 3, 1, 2. Achso, 1, 2, 3. Das kommt weg. Das kommt hin. Dann haben wir auf jeden Fall einmal mit Schneeball. Das ist jetzt Horn of the Covering. Und das andere war, glaube ich, ein Blatt Papier. Genau! Die neuesten Bäume schmeißen Blätter und Papier. Grün. Horn of the Kenobi. Sehr schön. Na? Danke. So, und warum habe ich das Horn of the Wild jetzt gemacht? So. Nämlich ein paar Grasblöcke. Ich habe noch Bone Meal dabei. Oh, muss ich nur aufpassen. Ich muss ein bisschen hier rüber gehen. Gehen wir darüber. Nicht, dass ich jetzt die Blümchen dann abreiße. Will ich jetzt nicht testen. Eine Reihe noch kommen. Danke. So, jetzt nehmen wir Bone Meal und wir nehmen Bone Meal und wir nehmen Horn of the Wild. Und jetzt hat es einmal Klack gemacht. Naja, und ich muss hier nicht die ganze Zeit Rasen mähen.
Und ich kann das jetzt immer wieder mal machen, bis wir nämlich alle Keys haben. Weil das Schlimme ist, mir fehlen immer noch, glaube ich, mir fehlt auch der Flaxseed. Sehr schön. So, das ist jetzt momentan meine Botania-Kiste. Kommst du da rein? Du kommst auch mit hier rein. Grasblock kommt hier mit rein. Dann haben wir hier meine Blümchen. Und meine Kartoffelseeds haben wir auch. So, was haben wir denn für noch für einen Seed bekommen? Canola. Canola habe ich leider schon. Habe ich auch vorhin nämlich schon hochgezüchtet. Wie gesagt, mir fehlt jetzt eigentlich noch. Wir schauen mal schnell nach. Basic, genau. Und zwar, mir fehlt jetzt noch Fluffy Puff Seeds und Industrial Hemp Seeds. Wie gesagt, mache ich jetzt nicht erst seit gestern die Seeds. Und die habe ich immer noch nicht. So. Und der letzte. Dann kann ich das offline immer machen. Okay. Haben wir schon mal erledigt. Wir haben da auf jeden Fall jetzt eine Verbesserung. So, Canola Seed kann rein. Potato Seed mal wieder. Und noch die da. Und du kommst da rein. So. Da kommt jetzt erstmal meine Gießkanne weg, Horn of the Wild weg, Wand weg, Schere weg, der Clipper auch. So. Dann heißt es jetzt ja eigentlich, ja, Nether-Turm müsste ich auch noch bauen, das haben wir auch noch vor uns. Genau, die Worms. Das wollte ich jetzt nochmal testen. Weil normalerweise, wenn man jetzt Gras macht. Ah, da sind sie. Hallo. Oh. Hier darf ich es nicht machen. Da bin ich auf jeden Fall weit genug weg. 1, 2, 3, 4. Ja. Genau. Und das wird nämlich wieder dann ganz normales Farmland. Dirt meine ich und dann irgendwann Gras und ich habe diese kleinen Würmchen, die habe ich schon aus Versehen gekriegt, als ich da draußen den Rasen umgemerzt habe. Ich habe jetzt 4 Stück, haben jetzt einen Vorteil, die kleinen Viecher. So, das heißt jetzt, ich gehe jetzt hin. Ach, geht es gar nicht. Ich habe jetzt da einen Wurm hingesetzt. Schauen wir mal, ob der auch mit Agricraft arbeitet. Ja. Aber ich muss halt den setzen, wenn halt kein Agricraft drauf ist. So. Und dann kann ich jetzt nämlich hingehen. Ich brauche noch einen Dirtblock. Mit meinem Glück habe ich den wieder anders hingeräumt. Nein, habe ich nicht. So, das heißt, jetzt die drei werden die ganze Zeit bewässert und müssten auch ein bisschen schneller wachsen. So, und dann kommt jetzt das nämlich hin. Da kommt noch mal einer hin. Ja, und das mache ich halt auch immer wieder. Ich brauche jetzt halt immer genau 4 Stück für ein komplettes Feld. Dann kann ich mir nämlich erstmal die Sprinkleranlage schenken. So. Und? Ich habe einen Vorteil. So, Wasser raus. Adblock rein. Habe ich jetzt meine Hoe auch
Vorhin die schon mit denen geschmissen. Die Kiste? Bin ich blind? Bestimmt. Ah, da ist sie. Die hat mich beinahe gebissen. Ah, okay. Hat sich schon, haben die Würmer schon automatisch umgeswitcht. Danke. So, und was jetzt auch noch geht, ja, Mist. Gießkanne. Ich brauche nochmal meine Gießkanne. Ja, zu früher. Ja, jetzt ist die Mitte auch gewachsen und es ist auch eine 10, 10, 10. Perfekt. So, das heißt, wir machen mal schnell eine Erntung. Also die bewässern halt und die lassen das Zeug schneller wachsen. Ist halt mit 10, 10, 10 von AgriCraft ziemlich mächtig. Ja, ihr seht's. Wird trocken, wird sofort wieder nass. Genau. Die haben sozusagen die Erde verbessert. Wäre schön, wenn es auch in der realen Welt so wäre. Hätte man weniger Probleme, wenn man dann einfach nur einen Regenwurm mal reinsetzt und dann ist die Erde einfach mal nass. Ich glaube aber, so funktioniert das nicht. Was schade ist. Genau, so, das heißt, wir haben jetzt heute ein bisschen Botania gemacht. Wir können jetzt die Seeds uns holen. Wir können uns, wir machen jetzt die Würmchen dann weiter. Und dann werden wir uns jetzt wirklich beim nächsten Mal definitiv ein bisschen mehr um die Technik kümmern. Denn wir möchten ja auch endlich mal Automationen bauen, dass wir zum Beispiel Steine und so weiter und so fort kriegen. Ja, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, einfach rein in die Kommentare und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.